Hallo ihr Lieben. Ja, da habt ihr gerade Alina gesehen. Alina ist aus meinem ersten eigenen gezogenen Wurf. Und ja, sie war eine ganz, ganz tolle Hündin. Ich habe bei ihr als blutige Anfängerin, Zuchtanfängerin, ich sage mal, leider zu spät erfahren, dass sie zu hell ist. Für die Zucht halt, also nicht um so ein super toller Familienhund zu sein, aber eben für die Zucht. Und das war schon eine etwas peinliche Aktion, dass ich das dann eben auf der Aufstellung erst erfahren habe und nicht, wie es wohl eigentlich richtig gewesen wäre, von der Wurfabnahme, dass mir das der zur Wurfabnahme gekommen ist, eben hätte einfach sagen können. Genau. Das ist eben leider nicht passiert, also war ich mit ihr bei der Aufstellung, weil ich sie damals noch ahnungslos halt auch in die Zucht führen wollte. Ja, und sie wurde natürlich disqualifiziert. Logisch ist die Regel des Clubs. Kann man finden, wie man will. Und es gab eben natürlich komische Blicke. Es war mir alles ein bisschen peinlich und unangenehm. War irgendwie wirklich. Ich weiß es nicht. Ich hatte schon komische Gefühle. Es war mir peinlich. Ich habe dieses Gefühl überspielt, weil auch mein damaliger Lebensgefährte mit dabei war. Aber okay. Dann war das eben so. Und es wurde mir sogar gesagt, ich sollte doch Alina weggeben und so weiter. Aber für mich ist immer noch an allererster Stelle die Beziehung zum Hund und dass man mit dem Hund eben auch tolle, in meinem Fall eben Tricktraining, Treibball, Longieren und so weiter macht, als dass er eben unbedingt ein Zuchthund werden muss. Okay, ich habe also natürlich Alina behalten und es ist ein so tolles, tolle Beziehung mit ihr gewesen. Das war so, sie war der Leithund vom Rudel, auch noch wirklich bis ins hohe Alter. Und sie hat ganz besonders Tricktraining geliebt. Sie liebte es, Tricks neu zu lernen. Es war einfach für sie. Sie war dann ihrem Element. Sie liebte zum Beispiel das Rückwärtsslalom, also Weave. Und da war sie total begeistert, wenn wir wieder irgendwelche Tricks erübt haben. Sie war da ganz klasse. Genau. Und was soll ich sagen? Also, wir haben, als wir dann nach Hörup gezogen sind, sie ist ja auf Sylt geboren worden, eine Choreografie eingeübt und haben das beim Weihnachtsfest bei den Senioren im Seniorenheim vorgeführt. Es war natürlich nicht perfekt, aber es muss ja auch nicht perfekt sein. Und die Senioren hatten total viel Spaß und Freude daran und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Und das ist eben so Alinas Ding gewesen. Und Hauptsache dabei sein und mitspazieren und mit den anderen zusammen sein, das fand sie einfach klasse, das war ihr Ding und ja, eine tolle Beziehung mit ihr gewesen gehabt. Sie hat ein ganz, ganz tiefes Vertrauen zu mir gehabt, das hat man immer wieder in verschiedenen Situationen erlebt. Dann gab es zwei ganz tolle ja, Erlebnisse mit Alina. Ich bin ja auf Sylt zum Glauben gekommen und zum einen war das an einem tollen Ausflug, wo wir dann zuerst mit den Hunden spazieren gegangen sind, dann waren wir im Kattegat-Center und dann waren wir mit den Hunden am Strand. Und da hat Kalle, ein guter Freund auch von uns, sich noch umgeguckt nach Florian, ob er dahinter ist und hat dann den Stock ausgeholt, um ihn für seinen Hund zu werfen. Und im nächsten Moment lag eben Alina auf dem Boden und hat geschrien. Genauer erzähle ich diese Geschichte in meinem Buch, das gerade rausgekommen ist, Erlebte Wunder. Und ja, da könnt ihr das Ganze genauer nachlesen, diese Geschichte. Und noch etwas war mit Alina, das war auch noch zur Zeit, als wir auf Sylt gelebt haben. Da wollten wir gerade spazieren gehen mit Chiara, Laila und Alina. Florian hatte ich dann noch von der Schule abholen wollen. Und die anderen beiden waren schon am Feldweg reingelaufen und Alina schwankte da so ein bisschen hin und her und dann kippte sie plötzlich um. Der Kofferraum war auch voll gekotzt. Gut, und nun hieß es also innerhalb von, ich glaube nicht mal mehr 5 Minuten, hatte ich für einen 10-Minuten-Weg, um zum Tierarzt zu kommen. Damals war das mit dem Handy noch nicht so dolle.
Und ich habe also gebetet, dass die Tierärztin doch bitte auf jeden Fall noch da sein möge. Und ja, auch diese Geschichte habe ich in meinem Buch Erlebte Wunder erzählt. Und auch ich habe den, gebt mir den Link unten rein, wo ihr das Buch bekommen könnt. Ja, das sind also zwei ganz tolle Geschichten mit Alina gewesen, wo Jesus also wirklich super eingegriffen hat und absolut tolle Wunder gewesen. Unsere Alina, ja, ist bis ins hohe Alter wirklich ziemlich fit auch gewesen. Sie war natürlich nachher langsamer und hat alles gemächlich angegangen. Und ja, auf den Tag genau mit 16 Jahren und 7 Monaten musste ich sie dann über die Regenbogenbrücke gehen lassen. Und ja, seitdem ist unser Rudel eigentlich mehr oder weniger ohne einer richtigen Führung, so wie Alina das eben auch war. Ja, soweit zu unserer süßen Alina. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.